Wir sind immer noch im Golf 8 mit dem MIB 3 und zwar dem Discover Pro, das heißt dem momentan größten Infotainment-System, und wollten es mal ein bisschen stressen in Sachen Konnektivität. Wir versuchen jetzt mal Handys zu verbinden, zwei auf einmal zu verbinden, und wir fangen an mit dem Android-Smartphone von Jonas. Android Auto wollen wir haben. Wir haben jetzt mal zur Sicherheit ein Kabel dabei und schauen mal, wie wireless oder per Kabel wir das hinkriegen. Also erster Versuch, alles ganz normal, wir stecken das ein. Okay. Und gucken, was passiert. Also von selbst natürlich nichts, ne? Das heißt, wir würden wahrscheinlich über Telefon anfangen. Connect, oder? Ich denke fast immer erst Telefon. Oh, ich bin noch gekoppelt über Bluetooth, aber es ist egal, das lassen wir jetzt mal so. App Connect wäre dann hier. Matthias iPhone, ich war schon gekoppelt. Oles iPhone. Da ist es. Ah, da bist du, okay. Android Auto. Das Symbol kenne ich zum Beispiel gar nicht. Android, ah ja, das geht ja erstaunlich fix jetzt hier. So, jetzt muss ich hier so bestätigen. So, du bestätigst am Smartphone. Einen Moment mit Google-Symbol. Bitte prüfen Sie, ob eine Bestätigung erforderlich ist. Nee, also du bist noch am Connecten gerade. Sehe ich sicher, dass dieser Shit beim Skoda Octavia schon nicht ging? Hat länger gedauert. Hat länger gedauert. So, jetzt bestätigen. Genau, und dann sehe ich, hier schaltet irgendwas um. Ja. Sogar deine Musik. Läuft. Sehr cool. Und die mache ich zur Sicherheit aus, sonst kommt nämlich die Videosperre. So, Google Maps sieht auch sehr stabil aus. Ich kann aber hier ein bisschen umzoomen. Zulassen, auf die Berechtigungen erteilen. Mhm. Ich würde sagen, das hakt nicht so, wie ich jetzt gedacht hätte. Können noch mal ganz kurz zeigen. Diese Google Maps Karte bekomme ich nicht hier rein. Das wird nicht funktionieren. Da läuft immer nur die Volkswagen eigene. Das geht also auf jeden Fall nicht. Wie sieht denn bei Android Auto ein Hauptmenü aus? Kannst du vielleicht mal zeigen? Ah ja, das heißt, welche Apps haben wir hier? Wir haben Google Maps, Spotify, das Telefon ist ja auf Werk logischerweise drauf. Genau, und dann halt, der Rest läuft über Assistent. Okay. Was praktisch freigegeben ist. Telegram würde noch gehen. Und der Rest, wenn ich jetzt was diktieren möchte, dann sage ich halt, okay Google, sende eine WhatsApp-Nachricht an. Geht schon los. Okay, hast du sogar verstanden. Das heißt, da wird man über das Mikro gehen vom Golf wahrscheinlich, ne? Ich gehe davon aus, ja. Genau, weil das ging jetzt auch, die Audio kam ja dann auch passenderweise. Genau, dann hast du hier die Spotify-Ansicht oder deine Google Maps-Ansicht und hast hier Benachrichtigungen, wenn du welche hast. Mhm. Und wenn ich was zu sagen habe, wir können es mal hier probieren. Theoretisch müsste jetzt ja hier der Google Assistant dann auch funktionieren. Im besten Fall ja. Nein, das ist der Volkswagen-Assistent. Bei VW, schade. Das heißt, wenn ich was mit meinem Google Assistant reden möchte, muss ich hier drauf drücken. Mhm, okay. Navigiere nach Hause. Nach Hause navigieren. Okay, dann spricht sie auch mit dir. Die jetzt sollten wir ausblenden, das wird richtig eingesprochen. Okay, aber gut, es funktioniert. Und ich würde eh nur noch über Google Maps navigieren, wenn es dann mal funktioniert. Okay, Verkehr haben wir hier auch drin. Schaut gut aus. Da ist tatsächlich gesperrt. Alles klar. So, jetzt sah es bei dir recht stabil aus, muss ich sagen. Jetzt können wir vielleicht mal meins koppeln. Sollen wir deins einfach mal dran lassen und versuchen, die Geräte umzuschalten? Oh ja, ich lege mal meins so lange in die Ladeschale, weil das hat immer wenig Power. So, wenn ich bin Mastercard. Genau, wenn ich mein Smartphone, mein iPhone 8 in die Ladeschale lege, kommt immer dieses NFC-Problem. Das heißt, es wird dann vorgeschlagen, irgendwas zu bezahlen. Ganz schlecht habe ich bei ganz vielen Premium-Herstellern mit deutschen Fabrikaten. Nicht so toll. So, jetzt ist mein Smartphone da und jetzt versuche ich mal umzuschalten. Das mobile Gerät wird geladen, das funktioniert. Momentan sind wir auf Android Auto. Ha, da ist er jetzt natürlich nicht. Es spielt ja keine Rolle. Es soll er eigentlich nur umstellen. Ich habe mir so gedacht, ich könnte hier vielleicht wechseln. Also Jonas iPhone ist Android Auto. Was ist denn bei Telefon drin? Aha, da bin ich gekoppelt. Interessant. Ah, da könnte ich jetzt meins aus. Da könnte ich wechseln. Tatsächlich. Also das also ist nicht Bluetooth schlecht. Auf zwei Geräten. Funktioniert. Aber Android Auto oder Apple CarPlay parallel funktioniert nicht. Genau, also ich könnte dann da nicht wechseln. Aber da sieht man die Lösung, wie es per Bluetooth wäre, ist eigentlich gar nicht schlecht. Na ja, gut, da kann ich es verschieben. Genau, du kannst es so verschieben, aber jetzt nicht. Ich kann es nicht. Gut, jetzt ziehe ich mal ab. Okay, jetzt ist deins weg und dann sollte er eigentlich meins erkennen, Apple CarPlay nutzen. Am Verbinden. Mein Display bleibt schwarz. Also es hat natürlich schon ein paar Mal funktioniert, aber was mich gestört hat, und zwar massiv, Wireless Apple CarPlay hat hier nicht funktioniert wie im Passat. Immer langsam, hat immer gehakt.
teilweise ging Spotify gar nicht und im Passat mit dem MIB 3, quasi mit dem gleichen System, fast dem gleichen, war das viel flüssiger. So, es ist immer wieder Fehler, 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 Fehler. Entsperren vielleicht? Ich kann es mal entsperren, aus Spaß. Wird per Touch-ID jetzt mal entsperrt. Apple CarPlay nutzen. Also ich werde auch hier am iPhone nichts gefragt. Es bleibt einfach so. Tja, und jetzt geht es wieder nicht. Dabei war ich so begeistert von Wireless Apple CarPlay im Passat. Und hier im Golf macht es solche Probleme. Also das zeigt mir jetzt mal aus meiner Sicht, dass es noch eine Verbindung versucht. Können wir noch kurz warten. Tja, wieder nicht. Letzter Versuch jetzt mal, um das zu demonstrieren. Ich versuche jetzt nochmal manuell auch ins WLAN zu gehen von dem Fahrzeug. Also ich gehe in MyMIB, das ist es normalerweise. Ist natürlich nicht gezeigt. Jetzt bin ich im WLAN vom Golf hier. Das sollte überall so ähnlich heißen. Wieder raus, wieder hinlegen, nochmal versuchen. Apple CarPlay nutzen. So, jetzt sind wir dann tatsächlich drauf und super cool animiert und so, aber es ist eben nicht so stabil. Also ich hatte mal Spotify laufen, mal meine Playlist, mal Anjas Playlist und jetzt sehen wir schon wieder, es hakt schon wieder. Also ich habe 4G in der Stadt, kein Problem. Browse, gucken, ob es jetzt geht, machen wir doch mal irgendwas an. Okay, jetzt funktioniert es, aber während der Fahrt hatten wir auch sonst immer... Das ist immer noch schon verzögert. Genau, hatten wir eigentlich immer besten Empfang. Das ist, wo wir fahren, kein Problem, immer LTE. Und trotzdem hat es immer gehakt. Wir schauen nochmal. Also, Musik. So, und wieder eine Verzögerung. Also wir sehen, das ist nicht zu Ende programmiert, ganz einfach. Bei Google können wir auch nochmal schauen. Google Maps, eigentlich für mich das Wichtigste, was ich mache, über diese App Connect-Geschichten. Jetzt kann ich gerade nicht mal zoomen, jetzt gibt es hier wieder. Also bei Jonas ging es jetzt, da konnte ich problemlos in der App zoomen. Und jetzt hier, gut, einmal zentrieren. Ich finde, ich mache das auch nicht zu schnell, das ist jetzt einfach, der normale Move geht nicht. Und das sind alles Sachen, die beim Passat funktioniert haben und hier nicht so gut. Ja, das sind jetzt meine Apps, das könnte ich mir vorlesen lassen, klar. Auf Einstellungen habe ich dann diese Fahrereinstellungen. Sollen wir noch was zeigen oder was das erstmal? Wenn man richtig rausschmeißen kann. Genau, also ich bin connected. Jonas kommt jetzt wieder, der kann ja nicht wireless sich verbinden, deswegen wieder per Kabel. Mein iPhone sagt wieder, wir könnten doch irgendwas bezahlen mit Apple Pay, okay. So, Apple CarPlay ist aktuell unser Dings. Ah, warte mal, wir gehen jetzt mal auf Apple CarPlay und versuchen. Ach so, nee, dann geht direkt in CarPlay, ja. Dann habe ich keine Auswahl mehr. Okay. Das ist keine Option. Also, du kannst mich jetzt hier auch nicht überstimmen. Also, für wen das relevant ist, da die Geräte zu wechseln, ja, geht über Bluetooth, aber nicht App Connect kann nicht gewechselt werden. Da muss man sich schon wieder disconnecten. Genau. Also, ich müsste rausgehen. Ich könnte dann sagen, ich will erstmal nichts bezahlen, dann mache ich jetzt mal meinen WLAN aus. Das sowieso. Also WLAN machen wir jetzt mal aus, im besten Fall auch noch Bluetooth aus. Dann bin ich eigentlich hier raus, auch wenn ich hier immer noch verbunden bin. Das sollte er jetzt gleich merken. Ja, das sind halt so bei diesen Konnektivitätsgeschichten die Fehler. Also eigentlich bin ich nicht mehr verbunden. Okay, und jetzt bist aber du wieder am Start. Das heißt, aber jetzt bietet es mir nicht mehr an. Ah, hier einfach drauf. Das ist, genau, das soll heißen, du bist schon verbunden. Ne? Nee, das ist, oder? Das ist, glaube ich, die Alternative. Du musst jetzt immer bestätigen. Also du kannst nicht einfach einstecken und verbinden, sondern du musst immer nochmal. So, jetzt schauen wir hier. Jetzt hier geht's wieder. Krass, oder? Naja, das ist halt WLAN bei dir oder Bluetooth und das ist halt Kabel. Genau, und da passt die Performance einfach nicht schneller über WLAN. Wenn ich jetzt abziehe, gehen wir aufs Hauptmenü. Startet das von selber auch? Also jetzt sehe ich wieder App Connect. Jetzt hat er wohl registriert, dass du auf jeden Fall weg bist. Schließen wir es an. Naja, also jetzt ah, okay. Also da ist es praktisch hier einfach starten. Da ist die Kabellösung mit Android Auto eigentlich ganz gut. Ich glaube, das funktioniert nicht schlecht. Aber ja, Wireless über iPhone ist hier noch ein Problem in Sachen Geschwindigkeit und Performance. Ja, so viel mal dazu. Ihr könnt da mal kommentieren, wie da eure Erfahrungen sind, auch bei anderen Modellen. Wir testen das ja nicht so oft, aber ist jetzt ein bisschen umständlich. Wie gesagt, beim Passat gar kein Problem. Hier ein bisschen komisch, aber Android Auto hat ganz gut funktioniert. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ja.